Namaste und herzlich willkommen zu Tag 25 unserer Dezember-Inspirationen. Eine Woche liegt noch vor uns. 7 Tage im Jahr 2020 und dann beginnen neue 365 Tage. Wer möchtest du sein? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wer möchtest du sein? Und gestern wurde mir schmerzlich bewusst, wer ich war oder wer ich bis jetzt war. Wenn du nach Hause kommst, dann werden dir deine, manchmal nennt man das Primärprägungen, ganz stark bewusst. Und ich habe von Abwehrmechanismen geredet und habe mich selber gestern in einem sehr starken Abwehrmechanismus wiedergefunden, in einem riesigen Streitgespräch mit meiner ganzen Familie. Und ich muss sagen, sie hat mit allem recht. Es wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, über alles zu sprechen, aber sie hat mit allem recht und es ist sehr, sehr schmerzhaft zu erkennen, dass die Menschen, die dir nahe stehen, so klar über dich Bescheid wissen und so klare Spiegel sind. Jetzt muss ich aber eins sagen, sie hatten recht in dem Bild, das sie von mir haben. Es ist einfach, sich neu zu erfinden in einer neuen Stadt, wie jetzt zum Beispiel mir in Innsbruck. Wenn man zu Hause ankommt, dann fährt man wieder den alten Film oder wird wieder in diese Rolle gesteckt, die man jahrelang inne hat. Und wenn, so war das bei mir zum Beispiel, wenn man nicht darüber spricht, über diese Rolle und was die Rolle mit einem macht oder was die Rolle in einem auslöst, dann ist es ein Kämpfen gegen Windmühlen. Das klärende Gespräch, das wir gestern hatten, war, was ich mir wünsche von meinen Eltern, von meinem Vater und was sie von mir erwarten als erwachsener Mensch, nicht mehr als kleines Kind. Und dieser Austausch zwischen dem, was gewünscht wird und was erwartet wird, war sehr heilsam, weil ich zum ersten Mal aus meiner Rolle als Sohn heraustrat oder heraustreten konnte und sozusagen meinem Dad als 32-jähriger Mann unter die Augen oder vor die Augen oder in die Augen schauen konnte. Mein Eindruck ist der, dass wir oft im Außen uns Familienaufstellungen hingeben oder Workshops mitmachen, die diese Mutter- und Vaterthemen bearbeiten und dass wir dann aber im Moment, wenn wirklich die Möglichkeit besteht, wie zum Beispiel an Heiligabend, wo jeder bei seiner Familie daheim oder die meisten bei ihrer Familie daheim sind, dort die Möglichkeit auslassen, wirklich aus dieser Kindrolle, aus dieser Sohn- oder Tochterrolle herauszutreten und die in unserem Fall oberflächliche Harmonie ins Wanken zu bringen, um ein tiefgreifendes Gespräch zu führen oder um eine tiefgreifendere Harmonie zu schaffen. Ich bin zum ersten Mal hier als Gast meiner Eltern, als 32-jähriger Mensch, als 32-jähriger Mann. Ich war jahrelang hier zu Besuch und bin immer wieder in meine Sohnrolle gefallen mit allen Triggerpunkten, die ich meinem Dad angetan habe, mit allen Triggerpunkten, die ich meiner Mom angetan habe und mit allem Positiven und Negativen, das eine Sohn-Mutter-Vater-Beziehung mit sich bringt. Das Gespräch, das ich gestern geführt habe von erwachsenen Menschen zu erwachsenen Menschen, hat mir die Möglichkeit gegeben zu reifen und hat mir die Möglichkeit gegeben, mich in einer gewissen Weise abzukapseln von der Rolle als Sohn und mich zu einem verantwortungsbewussten Gast im Hause längst gemacht. Wenn du nach Hause kommst, wenn du vor deine Eltern trittst, dann sehe dich in ihnen. Und das klingt hart und ist wahrscheinlich auch hart für manche von euch, dich in deinen Eltern zu sehen. Aber das ist das, was du bist, 50% Mama und 50% Papa. Und in dem Moment, wenn du dich in deinen Eltern siehst und dich vor allem deinen Eltern siehst in den Eigenschaften, die du an ihnen nicht magst, dann gebe ich dir eine Rolle mit. Diese Rolle heißt Give what you need. Give what you need. Diese Rolle begleitet mich jetzt schon seit längerer Zeit und erinnert mich daran, dass wenn ich Bestätigung oder Aufmerksamkeit oder Liebe brauche, dass ich
Liebe gebe oder Aufmerksamkeit gebe oder Bestätigung gebe. Und was ich eingefordert habe von meinem Vater war, mich zu loben und mir zu sagen, was ich gut mache. Und selber war mein Mund stark verschlossen in dem Moment, wenn ich sagen musste, was ich gut an ihm finde. Give what you need ist meine Entscheidung für den heutigen Abend und für den morgigen Tag, das zu geben, was ich brauche. Ich wünsche dir für deine Begegnungen mit deinen Eltern oder mit den Personen, die dir sehr nahe stehen, ein ehrliches und offenes Gespräch und die Rolle Give what you need.